Die City Skylines Collection kostet auf Steam zurzeit 217 Euro. Das ist ein bisschen teuer. Deswegen habe ich mich umgeschaut. Und ja, ich habe was Gutes gefunden. Unten in der Videobeschreibung findet ihr jetzt einen Link zu Instant Gaming, wo ihr theoretisch die City Skylines Collection für 2 Euro bekommt. Ihr spart also 198 Euro. Ist der Wahnsinn. Und in der Videobeschreibung einfach auf den Link klicken. Der ist jetzt immer unter jedem Video. Da kommt ihr zu Instant Gaming. Ich bekomme eine kleine Provision von 1% oder so. Ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Ist doch ein super Deal, oder? Nutzt gerne den Link. Ihr bekommt Videospiele total rabattiert und günstig. Lohnt sich, glaube ich. Weil ich glaube, ich habe da bisher nur 2 Spiele gekauft. Na, das ändert sich bestimmt bald, so was ich da jetzt gesehen habe. Vor allem das mit der Collection hat mich selber gezeigt. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal Reloaded. Erstmal Werbung am Anfang, perfekt. Genau, wir waren hier stehen geblieben bei diesem Ding. Und wir sollen da jetzt drauf springen. Ja. Das schießt uns da rüber. Genau. Okay. This next chamber point should really test your observation skills. Take a good look around first and then decide what to do and in which order. Oh nein, oh nein, oh nein. Leute, lass mich mal bitte in die normale Welt. Da ist der, da sind die Laser aktiv. Zu denen ich nicht hochkomme, ja. Bei. Warte, das ist möglich. Das ist bestimmt möglich. Zack! Werde ich da so komisch rausgeschossen. Nein, ganz knapp. Ich könnte mir zumindest nicht vorstellen, wie man da anders hochkommen soll. Komm schon. Nein! Ich schaff's nicht, da richtig reinzuspringen. Okay, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber wie kommt man denn sonst denn? Wahrscheinlich müssen wir irgendwo noch ein bisschen mehr Speed mitnehmen. Ich hol mir mal den Cube. Okay, das ist so ein Cube. Okay, oh, komm ich nicht. Aber ich komme hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. War eine schlechte Idee. Ja, hab's gemerkt. Nein! Warte, ich muss hier rein. Warte, das bringt mich da hoch. Ich mach das ganz schlau, ich mach das. Nein, wieso werde ich hier rausgeschossen? Wie unfair! Warte, 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 das muss aber funktionieren. Wie komme ich da rein? Ich könnte mich... Nee, ich kann mich nicht hier rüberfahren. Wie komme ich denn da? Hä? Wenn ich da oben ein Zeitportal hinschieße, bin ich dann in einem Loop gefangen? Eigentlich schon, oder? Hier da drüben ist ein bisschen weird. Da komme ich nicht hin. Nein, warum? Das war nicht der Plan, aber schön, dass es funktioniert hat. Wieso werde ich denn hier rausgeschossen? In der Vergangenheit ist hier... In der Vergangenheit existiert das hier einfach nicht.
bringt mir auch nichts, da komme ich nur hier raus. Also ich muss mich hier hochfallen lassen, ich komme aber nicht hier rein. Ich bin mich beobachtet. Frag mich, wie das funktioniert. Spotify. Hä? Ach, da hoch kann man auch noch. Ja, klar. Hä, aber wie denn? Bitte wie? How? Ich muss da irgendwie hoch. Ich nehme jetzt... Warum bin ich nicht vorher auf die gekommen? Ich nehme den Cube aus der Zukunft mit und lege ihn auf den Cube der Vergangenheit. In der Hoffnung, er wird nicht gelöscht. Danach setze ich mir mein Portal hier. Das. Er ist weggepackt. Nein! Okay, ich muss das anders machen. Nee, kann ich nicht. Nein! Warte mal. Ich glaube nicht, dass das so gehen soll, aber ich mach das jetzt so. Ach, come on, das ist unfair. Geh doch einfach nur hier hoch. Ja? Bam. Das funktioniert nicht? Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Wenn mich das nicht genug feuert, gleich das hier. Wir testen es aus. Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade total wieder überfragt. So fängt doch immer eine gute Folge an, oder nicht? Unfair. Ja, unfair. Der bewegt sich doch gar nicht, wenn ich nur da drauf lande. Vorher hat es auch funktioniert. Jetzt, come on. Nein. Okay. Bisschen Delay. Kann es sein, dass die Laser nicht so sind, wie sie sein sollten? Aber schön, dass ich hier durch die Zeit reisen kann. Überfragt bin ich auch noch. Wie soll ich denn bitte von hier oben irgendwas aufbauen? Also klar, hier ist der Ausgang vom Game. Also vom Level. Aber ich muss ja hier einen Laser hinbringen. Bitte, bitte. Oh, da soll kein Zeitportal hin. Mal kurz hier ein Portal anders setzen. So, jetzt sehe ich das. Sehr schön. Da kann ich immerhin sagen, wo die Portale in den Zeiten verstreut sind. Jetzt muss ich aber wieder nachdenken. Also mir ist jetzt klar, dass hier ein normales Portal hin muss. Und dann müssen die Dings so links und rechts die Laser rauskommen. Das habe ich verstanden. Ich bin schlau. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da rüberkommen soll. Also von hier kann ich mich nirgendwo hinfahren. Das ist einfach nur der Ausgang. Hier runterspringen wäre semi. Außer der Sprung ist von hier safe nicht machbar. Mal ganz ehrlich. Zack und nö. Also das bringt schon mal nichts. Da hoch, schön, dass das immer noch da steht.
Dass das nicht funktioniert, hat mich auch stark gewundert. Hier, das macht keinen Sinn. Also, ich bin ja schnell genug, mich hinfeuern zu können. Ich gehe jetzt mal in die Past. Nee, das ist die Zukunft. Da sind die Lasers. Kann es sein, dass die Laser mich irgendwie aufhalten? Aber wie soll ich denn hier irgendwelche Geschwindigkeiten aufbauen? Hier kann ich das ja sowieso gleich vergessen. Hier müssen die Laser rein. Ja, so schräg. Ich weiß gar nicht, wie ich zu den Lasern kommen soll. Du kommst einfach nicht zu den Lasern. Fertig. Wow, 11 Minuten und ich habe noch nichts geschafft. Ist auch so richtig eingedingt. Ach ja, jetzt funktioniert's. Kein Problem. Muss jetzt nicht ernsthaft hier mit einem Würfel. Bitte was? Geh jetzt mit dem Gegenwartswürfel hin, ja? Nein, ich habe da oben kein Portal gesetzt. Schön, dass ich das mit den Portalen so gut hinkrieg. Komm da nicht mehr hoch. Hä, bitte was? Perfekt. Okay, das hat geklappt. Besser als ich gedacht hätte. Da unten platziere ich ein Portal. Kann ich einfach durch die Dings reisen. Hier den Cube mitnehmen. Hier wieder raus und jetzt muss ich auf die andere Seite. Da weiß ich aber noch nicht so ganz, wie ich hinkommen soll. Ich glaube auch, ich habe den Laser nicht richtig. Doch, das passt schon. Ich habe noch mal eine Frage. Wie stellt man sich da... Wie darf ich mir das hier... Und warum werden diese Portale immer auf den Kopf gesetzt? Ich habe da gar kein Bestimmungsrecht, wie die gesetzt werden. Also so schon mal nicht. Okay, also ich komme... Also hier komme ich überhaupt nicht hin. Da habe ich keine Schräge, kein gar nichts. Sieht das in der Past anders aus hier? Oh, in der Past ist das noch... In der Zukunft ist das... Okay. Komm da aber nicht mehr hoch. Das ganze Ding macht überhaupt keinen Sinn. Also, natürlich, es macht Sinn. Es ist Portal, es macht immer Sinn. Aber ich komme hier nicht hoch. Bin ich geloopt?
Cool. Hallo. Ich bin hier festgepackt. Das freut mich. Ich kann hier nichts machen. Du wirst halt auch immer wieder in die Mitte gebonkt. Ich kann mich hier nicht durch die Zeit... Nein. Ja gut, dann... Das ist also auch nicht möglich. Also man kommt da auf jeden Fall nicht hoch. Das ist problematisch, dass man hier nicht hoch kann. Ja, wie... Also ich muss mich... Ich kann mich nicht hier durch die Zeit... Warte mal. Ich muss mich da hochfeuern. Nee, es bringt mir nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich da hätten hoch sein mit diesen zwei Dingern. Also glaube ich, wissen tue ich nicht, ob man das darf oder nicht. Aber ich muss hier... muss hier hoch. Dahin. Und da komme ich nur von der Zeit hin. Und das ist schlecht möglich. Und irgendwo runterspringen kann ich auch nicht, weil ich weiß auch nicht so ganz. Dass das hier zu ist, ist sowieso... Ich muss mich irgendwo hochfeuern, dann durch die Zeit, dann unter mir ein anderes Portal setzen und dann darüber. Nee, vergiss es. Ui. Ich kann da kein Portal setzen, weil in der Zukunft existiert diese Fläche nicht. In der Zukunft existiert die Fläche. Deswegen. Feuer ich mich denn da hoch? Also, beziehungsweise, ich muss es ja in der Vergangenheit machen. Remember that you can only place time portals on surfaces which are in the same condition in both timelines. Das ist mir auch schon aufgefallen, aber nochmal vielen Dank für den Tipp. Also 18 Minuten und wir haben noch nichts geschafft. Also wir machen diese Testkammer heute im Video. Und wenn das Video 20, 30 Stunden lang. Ich kann mich halt nirgendwo von oben fallen lassen. Um irgendwie Speed aufzubauen. Das geht wirklich nur an diesem Ding. Hier hoch. Dann irgendwo raus. Und dann durch die Zeit. Die beobachtet mich schon ziemlich genau. Also ich bin die ganze Zeit am Nachdenken, aber ich komme auf keinen logischen Schluss. Kann ja auch nicht springen, also ich komme hier nicht hin. Ich kriege nirgendwo genug Geschwindigkeit, um mich irgendwo feuern zu lassen. Und dieses Ding kann ich nur hier nutzen. Aber hier kann ich keine Geschwindigkeit nutzen. Und ich muss ja mindestens, außer ich... Ich kann hier aber kein Zeitportal setzen. Also macht das und auf nicht wirklich Sinn. Habe ich gerade das Portal gekillt? Ich glaube, ich habe das Portal in der anderen Zeit da oben.
Ja, habe ich. Weil das ist ja eigentlich relativ egal. Ich kann das ja immer wieder da umsetzen. Ich kann bestimmt... Ich kann... Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich hier nicht rausfallen lassen in der Zeit. Und in der Zeit kann ich mich überhaupt nicht fallen lassen, aber auf der Strecke von hier bis da kann ich kein Zeitportal setzen. Immer hier hin. Das bringt mir überhaupt nichts. Ich kann mich auch nirgendwo reinfeuern. Wenn ich mich hier reinfeuere, komme ich auf der anderen Seite gerade wieder hoch. Also das ist immer das Gleiche. Wird das erste Mal, dass ich was im Internet nachgucken muss, weil ich nicht weiterkomme? Ich kann hier keinen Zeitportal setzen, weil das gibt's in der Zukunft nicht. Dieser Bereich ist in der Zukunft zu. Feuer mich jetzt nochmal. Ich wollte mich gerade da hochfeuern, da fällt. Ich kann hier kein Portal setzen, hier hinzukommen. Halt dich doch mit deinen Armen fest und zieh dich hoch. Minuten, noch keine einzige Testkammer und theoretisch zur Hälfte geschafft. Wahnsinn. Was ist? Mal wieder zurück. Was, wenn ich das hier durch die Zeit feuere? Es geht genau an die Stelle zu. Wenn ich mich jetzt da hochbuche. Meine Güte, ey, warum funktioniert denn das nicht? Ich müsste die ganze Kammer resetten, um wieder da hochzukommen. Nee, muss ich nicht. Was genau bringt mir das, hier dieses Ding zu haben? Also ich weiß, dass mir... Das macht sowieso überhaupt keinen Sinn. Das kommt da rein, ja. Es müsste eigentlich genau wieder auf dieses Ding drauf gehen. Nee, warte, ich nehme das ja nicht genau von dem Ding weg. Ich kann jetzt hier wenigstens ein bisschen durch die Zeit. Das hier alles kann ich jetzt 1000-mal durchdenken, wie ich es machen will. Ich komm da nicht drauf von hier.
Jetzt habe ich hier zwei Laserschreien. Das bringt mir aber nichts, gell? Nee. Ah, wobei. Ich kann ja hier einen Laser reinfeuern. Mal, das ist eine wirklich gute Idee. Aber der ist halt in der falschen Timeline. Aber ich komme von hier nicht da hoch. Also das Portal... Noch einfach durch die Zeit. Aber wenn ich da oben bin, kann ich da kein Portal mehr setzen. Okay, ich hab's verstanden. Ist gut. Jetzt habe ich einen Laser, mit dem ich überall hin kann. Aber ich muss hier hoch. Warum kann ich die Cube eigentlich nicht schief stellen? Das macht auch keinen Sinn. Hi. Ich komme ja jederzeit wieder hoch, ja. Pikmin. Das auch nicht. Hier unten kriegt es mir hier auch nicht. Da auch nichts. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was würde... Nee. Ich kann hier kein Portal setzen. Also ich muss hier zu 100% mit diesem Cube arbeiten. Und ich kann es nur hierhin tun. Eine andere Lösung gibt es nicht. Also der muss auf jeden Fall dahin. Dann kann ich aber hier theoretisch das Signal zu mir zurückwerfen lassen. Kann es dann nutzen. Um es hier reinzulenken. Gerade zum Beispiel. Oder halt... Gerade ist objektiv, ja. So, dann habe ich hier den Laser. Das heißt, der müsste eigentlich... Ich kann da oben aber ein Zeitportal und ein blaues Portal ineinander setzen. Achso, das ist das Portal. Ich müsste damit jetzt auf die andere Seite, aber ich komme nicht auf die andere Seite, oder? Ah doch, in der Zeit vielleicht schon. Nee, da war ja was. Okay, wir haben jetzt 28 Minuten, ich habe es immer noch nicht gelöst. Woho. Basic. Ja, also, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. An der Stelle gibt es dann einen Schnitt. Ich gucke kurz im Internet nach, wie es für uns weitergeht. Die Kammer ist in 2 Minuten lösbar. Ich weiß auch, wie das hier war ein richtiger Ansatz. Das ist schön. Aber wir müssen... Ja, jetzt kommt's. Ganz weirdes, schnellen Stuff machen, um darüber zu kommen. Und zwar müssen wir... Ich weiß gar nicht, wie ich den Block da hochkriegen soll. Warte mal. Hier? Hier. Dann springt man hier durch... Dann Portal hin, setzt hier ein Zeitportal hin. Ja, weiter weiß ich nicht mehr. Super. Ja, ich krieg kein Zeitportal. Sag, ich bin drüben. Ich hab den Block nicht. Ich kann aber hier ein Portal hinsetzen.
ein Damenportal hinsetzen. Dann kann ich hier durch, kurz die Zeit ändern, den Block holen, wieder, stopp, wieder zurück durch die Zeit und dann hier hoch. Lasst das mal ganz kurz auf euch wirken. Spaßig, oder? So, wie es von hier jetzt weitergeht, ich habe keine Ahnung. Also jetzt sollten beide Dinger in so X-förmig rauskommen. Genau. Das war das, was wir erreichen mussten. Dass sie so X-förmig rauskommen, dass wir sie nachher in den Laserslot und in den Laserslot lenken können. Bin mir sicher, jetzt passiert wieder das Gleiche wie gerade eben auch. Nur, dass ich mich halt hier hochfeuern muss. Zack. No way! Nein. Warte, mittig. Outstanding. You are the first test subject to ever make it to this point. Dankeschön. Da freue ich mich doch direkt. The first test subject to ever survive a trip to the future at all. Ich bin der Erste, der die Reise in die Zukunft überlebt hat. Ja gut, aber hier geht's dann im nächsten Video weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, zeig's gerne mit einer positiven Bewertung. Und falls ihr ein Spiel kaufen wollt, unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und tschüss.